Hallo, kurzes Testvideo. Ich habe jetzt hier das Sony-Ansteckmikrofon und das andere Mikrofon, das Aptec, das ist jetzt aktuell ausgesteckt. Das Sony-Mikrofon ist jetzt an der, ja, ihr könnt es euch bloß jetzt zeigen, an der Verlängerung dran, was gestern gekommen ist. Und dann denke ich, ich mache jetzt einfach nur ein kurzes Video dazu, wie sich jetzt aktuell das Sony-Mikrofon anhört. Das Aptec-Mikrofon, das steckt jetzt auch schon dran und ich kann jetzt eigentlich theoretisch hier direkt umstecken. Das mache ich jetzt mal. So, jetzt ist das Aptec-Mikrofon. Also ich sehe jetzt das Aptec-Mikrofon, das ist vom Ausschlag her ein bisschen lauter, aber ich denke von der Tonqualität ist das nicht ganz so gut wie das Sony. Jetzt habe ich, ja, also wenn ihr da Interesse habt, kann ich tatsächlich mal alle Mikrofone, alle Lavalier-Mikrofone, was ich habe, mal hier im Büro ausprobieren. Das Rode SmartLav Plus, das CC Better, das Aptec, was ich ja gerade drin getan, dann habe ich noch ein Valimax Pro, dann habe ich, also ich habe schon einige Lavalier-Mikrofone. So, jetzt habe ich auf jeden Fall das Sony wieder angesteckt. Beim Sony sehe ich jetzt hier in OBS, dass ich den Pegel nur ein bisschen höher pegeln muss. Da bin ich etwas leiser. Aber das könnt ihr im Nachgang auch im Schnittprogramm etwas lauter machen. Ich schneide ja meine Videos alle. Aber ich glaube, der Ton ist von dem Sony besser und der ist auch Stereo. Also, ich kann ja mal ein Mikrofon kratzen. Einmal rechts oder links. Und einmal auf der anderen Seite. So, da hört man auf jeden Fall den Unterschied. Und jetzt mache ich mal das Aptec-Mikrofon weg. Weil das Mikrofon hier, ja, man sieht es jetzt halt relativ schlecht, will ich was Dunkles anhaben. Das kann ich auch hochkant stellen. Das mache ich jetzt gerade mal. So, das kann jetzt hochkant stellen, das heißt, ich nehme jetzt praktisch von oben nach unten auf und dann kann jetzt auch mal beurteilen, ob der Ton so besser ist oder schlechter oder wie auch immer. Und wenn jetzt zum Beispiel links und rechts verdreht wäre, dann drehe ich das Mikrofon einfach in diese Richtung um. Dann guckt das Kabel zwar nachher letztendlich nach oben weg, aber dann ist links und rechts halt einfach verdreht. Klopf mal oder kratz mal auf der von mir links. Jetzt rechts. Ja, ob man das jetzt so im Mikrofon jetzt richtig gut hört, das kann ich jetzt eigentlich auch schlecht beurteilen. Aber was jetzt ich halt einfach machen kann, warum ich eigentlich halt das Mikrofon hier nutzen möchte. So, jetzt hat bloß mein Handy. Mein Handy drauf reagiere. Ja. Jetzt muss ich natürlich wieder auf GEMA-freie Musik wechseln. Haben wir gleich, haben wir gleich, haben wir gleich. Weil dann kann ich theoretisch von meinen AirPods den Ton, müsste theoretisch links und rechts in das Mikrofon einspielen können. So wie das dann jetzt
Ich glaube, das sieht ganz so, wie das mir eigentlich vorstellen, aber ich kann ja das Mikrofon jetzt endlich mal wegmachen und kann das dann. So, jetzt hat das die Musik aufgehört zum Spielen, weil jetzt wahrscheinlich irgendwo. Das ist nicht ganz so einfach. Ich mach jetzt mal den Schaumstoff runter. Dann sehe ich vielleicht die Mikrofonkapsel besser. Weil man kann das ja im Prinzip so verwenden, dass man dann die Kapsel frei hat. Und dann kann ich das theoretisch auch abdichten. Wie gut das jetzt funktioniert hat, ich habe letztendlich keine Ahnung. Aber ich denke mal, rein hier Sprachqualität müsste mit dem Mikrofon definitiv besser sein als wie mit dem Mikrofon. Hoffe ich zumindest mal. Ihr könnt ja auf jeden Fall eure Meinung mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, ja, das zweite Sony-Mikrofon, das kannst du sparen, das Aptec hier ist gut genug. Und ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet, dass ihr echt alle Lavalier-Mikrofone, was ihr habt, hier mal gegeneinander antreten lasst. Beim Autofahrer habe ich es ja schon mal gemacht, aber da habe ich diese Sony zum Beispiel nicht verwenden können, weil ich kein TRS auf TRRS-Adapter habe. Und das brauche ich halt leider. Also, ich habe zwar mehrfach diesen Adapter, der macht hier einen TRS-Stecker draus und hier einen Stecker durch einen TRRS-Stecker. Also Understrom habe ich ihn. Da haben wir wiederum Understrom. Wie ihn jetzt für dieses Mikrofon brauchen würde, habe ich es leider nicht. Also, bin auf eure Kommentare gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!